False Balance. Warum Ausgewogenheit in den Medien nicht immer gut ist. Journalistinnen und Journalisten versuchen zumeist ausgewogen über ein Thema zu berichten. Kommt in den Medien zum Beispiel ein Politiker mit seiner Meinung zu Wort, so wird in aller Regel auch eine Gegenmeinung eines anderen Politikers gezeigt. Ein Bericht in den Nachrichten oder auch die Besetzung einer Talkshow sollen möglichst ausgewogen sein, damit der Zuschauer sich aus dem Für und Wider eine eigene Meinung bilden kann. Eine falsche Ausgewogenheit entsteht aber, wenn Journalisten dieses Prinzip von Meinung und Gegenmeinung aus der politischen Berichterstattung auf die Darstellung wissenschaftlicher Positionen übertragen. Zum Beispiel beim Klimawandel. Hier ist der überwiegende Teil der Wissenschaftler davon überzeugt, dass der Mensch maßgeblich zur aktuellen Erderwärmung beiträgt. Belegt wird dies durch eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien. Kommt nun aber im Fernsehen neben einem Klimaforscher gleichwertig auch ein Klimawandelleugner zu Wort, sozusagen als Gegenmeinung, dann wird der faktenbasierte wissenschaftliche Konsens von vielen Forschenden falsch gleichgewichtet mit einer Minderheitenmeinung ohne vergleichbare Faktengrundlage. So entsteht beim Zuschauer fälschlicherweise der Eindruck, dass Minderheiten- und Konsensmeinung gleichwertig seien, obwohl sie es nicht sind. We'll be right back.